wie ich, Astaghfirullah al-Azim, so oben gesessen. Er hat zwischen seinen Freunden gesessen. Die Leute kamen, wer ist Mohammed? Sie wussten nicht, wer er, weil er so unter seinen Freunden gesessen hat. Kommt ein junger Mann und sagt, ja Rasulallah, erlaubst du mir, Zina zu betreiben, Unzucht zu betreiben? Die Sahabe, was? Was will er? Unzucht betreiben? Udnu minni, komm näher. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Udnu minni, komm hier hin. Unser einer würde sagen, du bist in einer Moschee, schämst du dich nicht? Raus, schmeißt ihn raus. Komm hier hin, setz dich hin. Er erklärte ihm erstmal. Magst du es für deine Mutter? Sagte er, A'udhu billah. Ja'alina Allahu fidaka, ya Rasulallah. Sagte, magst du es für deine Tante? A'udhu billah. Für deine Mutter, für deine Schwester? Nein. Hört mir zu. Sagte, genauso die Leute wollen es nicht für ihre Familien haben. Deshalb heute der Jugendliche, der eine Schwester verführt und mit ihr in die Disco geht und eine Fahisha macht. Und wir sind heute so weit, die Muslime, dass heute schon 13-Jährige und 14-Jährige schwanger werden. Jetzt ein Fall, eine 14-Jährige Muslime ist schwanger. So, deshalb der Muslim, wenn er umsetzen will, das, was du dir oder deine Familie nicht für deine Familie willst, tu das auch für die Schwester nicht. Ihr Vater und ihr Bruder und ihre Familie wollen das auch nicht, dass du sie verführst. So argumentierte der Prophet Muhammad s.a.w. Dann hat er seine gesegnete Hand auf seinem Herz gelegt und sagte er, O Allah, reinige sein Herz. Allahu Akbar. Sie ist aufgestanden und gegangen. Und die Sahaba haben gesagt, es gab nichts, was er mehr gehasst hat, als die Unzucht. Sein Umgang mit den Unwissenden. Viele von uns heute, wenn er jemanden sieht, ja, subhanallah, ich muss mich daran erinnern, ich bin mal in die Moschee gekommen, ich stand zwei Brüder, die haben gebetet. War schon das Gebet vorbei, Jama'a, ich bin rein in die Moschee gekommen, da standen die zwei. Einer war Vorbeter natürlich und ich habe an der Schulter des anderen geklopft, dass er zurück hinbekommt. Das machte so. Was willst du mit ihm? Streit anfangen? Ich bin hinten geblieben, ist okay. Aber guck mal, es gibt Leute, die haben kein Wissen. Aber Rasulullah bringt uns bei, wie wir mit ihnen umgehen sollen. Ein Wüstenaraber, und die Wüstenaraber waren dafür bekannt, die haben alles durcheinander gemacht. Kommt in die Moschee, betet zwei Rakat, hebt seine Hände und sagt, O Allah, erweise mir Gnade und Mohammed und schließe alle anderen davon aus. Rasulullah sagt, ja, ach al-Arab, du Bruder, du hast, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, meine Barmherzigkeit umfasst alles und du hast dir auf zwei eingegrenzt. 5 Minuten später will er Pipi machen. Ne? Was macht er? Die beste Ecke, wo er pinkeln will, ist die Moschee. In die Ecke. Die Sahaba, kannst du dir vorstellen, die sind aufgestanden, wollten diesen, ha? Sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lasst ihn. Eine Frage, wird gerade live übertragen ins Internet, ob da was dagegen spricht oder nicht. Sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lasst ihn zu Ende. Subhanallah, guck dir dieses Verstand. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam achtet darauf. Hätte man ihn Angst gemacht, ha? Er hätte vielleicht nicht zu Ende gepinkelt, hätte sich voll gemacht. Ha? Und dieser Mann wäre vielleicht geflohen von der Moschee. Dieser Mann wäre erstmal nie wieder in die Moschee gekommen. Das Zweite, kennst du Mohammed? Oh, ich war letztes in der Moschee, die hätte mich fast umgebracht. So waren die Araber froh. Aus seiner Kleinigkeit hat er eine Batikha gemacht. Ha? Ganz große Sache. Aber guck mal, Rasulullah sallam, lasst ihn erstmal. Was haben wir davon, wenn er ängstlich und lasst ihn. Holt einen Wassereimer, schüttelt darüber. Komm mal her, Bruder, du bist in einer Moschee. In dieser Moschee betet, das macht man. Der Sahabi, man sagt in der Erzählung, es war Al-Aqwa ibn Habis, der war so beeindruckt von Muhammad s.a.w. Hast du gesehen, wie er mit den Unwissenden umgeht? Du heute, der junge Mann mit seinen 20, 18 Jahren, hast Wissen erworben. Sieh das nicht wie ein Schwert, damit du gegen alle kämpfst. Und die Ersten, die du bekämpfst, sind deine